Hallo. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. Der Podcast von Sven Heidenreich. Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. Podcast. Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. 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 Der Podcast von Sven Heidenreich. So, hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei Folge Nummer 374. Ja, ich habe, wie gesagt, schön geschlafen heute den ganzen Tag, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich machen sollte. Hab Hörspiele gehört, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gehört habe. Benjamin als Koch habe ich mal wieder reingezogen. Ja, nebenbei habe ich heute, was gab es heute zu essen? Heute hatte Stefan türkische Pizza gemacht und dann hatte ich so um 16, 17 Uhr noch einen Bauerntopf. Also mit Hackfleisch und allen möglichen Zeugs drin. Ja, war ganz lecker. Und jetzt ja, mache ich noch einen Podcast, weil ich nicht mehr, weil ich sage, okay, ich habe Lust, noch einen Kaffee zu trinken. Und ob ich morgen arbeiten gehe oder nicht, ist mir wurscht. Also ich gehe natürlich arbeiten. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt keinen Kaffee trinke. Ja, denn, ja gut, ob ich nun... Was willst du schon wieder? Ja. Ja, vorhin hat sich mein Bruder Diggi gemeldet, hat mir ein frohes neues Jahr noch nachträglich gewünscht. Ich habe auch mit ihm ein bisschen geschrieben so und hat mich gefragt, wie ich so meinen Alltag meister. Ich wollte erst wollte ich zurückschreiben, naja, ich mache ja einen Podcast, da hörst du meinen Alltag. sind 374 Folgen, viel Spaß. Habe ich natürlich nicht geschrieben. Dann habe ich ihm halt das so erklärt, dass ich auf Arbeit, dass wir halt zweimal geimpft werden und bla bla bla. Und habe halt gefragt, ob in der Familie alle gesund sind und hat aber gesagt, sind alle gesund. Ja, also das muss ich sagen, ist immer wieder eine beruhigende Nachricht, dass wirklich keiner aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis, ich meine, dass vielleicht irgendwer mal Corona hatte, okay, bleibt ja nicht aus vielleicht, aber dass wirklich alle noch am Leben sind letztendlich und das finde ich gut und das ja, baut einen auch ein bisschen auf. Ja, man weiß halt alle um einen rum leben noch. Ja, da ist halt keiner, der jetzt irgendwie, weil das wäre natürlich wirklich so ein Schock, wenn man jetzt hören würde, jemand, den man gut kennt oder so, sei an Corona gestorben. Also das muss ich sagen, da habe ich bis jetzt wirklich Glück gehabt. Bis jetzt habe ich so eine Nachricht noch nicht bekommen. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Also, weil, ja. Und ich habe dann auch zu Diki geschrieben, ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal alles vorbei ist. Ne? Also das. Und ich meine, ja, wir sind jetzt schon im Jahr 2022. Corona haben wir seit 2020 und irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Ja. Und ich kann immer noch nicht begreifen, dass es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie einfach stur sind, weil sie einfach Angst vor irgendeiner Nebenwirkung haben. Ich meine, klar, Leute mit Nebenerkrankungen, das ist alles eine ganz andere Geschichte. Aber ich sag mal, Leute, die wirklich gesund sind, die normales Immunabwehrsystem haben, ne? Also dass die trotzdem noch so stur sind und sich nicht impfen lassen und dieser ganze Verschwörungsmüll und so, also ich kann immer wieder sagen, ich habe letztens wieder ein Video gesehen von jemandem, der gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen und bla bla bla. Also ich finde das einfach eine Riesenfrechheit. Und diese Leute, das sind nämlich diese Leute, die uns alle gefährden. Und durch ihre Sturheit. Und ich kann nur sagen, lasst euch impfen. Ja. Denn dann könnt ihr wenigstens sagen, ihr habt was dafür getan und ja. Weil das ist wirklich, diese Sturheit von manchen Menschen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, bei Vorerkrankungen oder Leute, die wirklich Angst haben und weil sie eine Vorerkrankung, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Leute, die gesund sind, Leute, die wirklich nichts haben letztendlich und dann sagen, ja, ich habe Angst vor der Impfung und wer weiß, was die uns einspritzen und so. Da gibt es ja die verrücktesten Verschwörungstheoretiker, wo ich dann immer sage, ja, aber zur Grippeimpfung lauft ihr doch auch alle hin.
Ja, oder wenn Masern ist und Masernimpfung, kann ich mich auch noch daran erinnern, wo es mal eine Zeit lang hieß, ja, alle müssen auf Masern geimpft werden. Da sind sie auch alle gegangen. Ja, und bei Corona machen sie so einen Aufstand, ja, wo ich mir sage, natürlich ist immer ein Risiko. Ja, ich kann auch jetzt die Booster-Impfung kriegen und irgendwas, sicher wird es vielleicht auch wieder irgendeine Nebenwirkung geben, aber ja, dann ist es so. Also, ich meine, kann ich nicht ändern. Ne? Ich meine, wenn ich an der Impfung jetzt, das war ganz krass gesehen, wenn ich an einer Impfung sterben würde, ja, ist nicht schön, aber ist dann halt Schicksal. Ne? Also, das kann man ja nicht beeinflussen. Ich meine, ob ich nun an Corona sterbe oder ob ich an einer Impfung sterbe, ich kann aber wenigstens sagen, wenn ich an so einer Impfung draufgehen würde, kann ich wenigstens sagen, ich habe mich geschützt und brauche mir keine Vorwürfe machen. Ne? Aber wenn ich mich nicht impfe und stecke vielleicht einen anderen an oder der stirbt dann vielleicht noch, ja. Also das sind alles so Geschichten. Ne? Also deswegen, also ich kann nur dafür, ich kann einfach nur euch ins Herz legen, lasst euch impfen und lasst euch von den ganzen Impfgegnern nicht entmutigen. Ja, die haben einfach nur Schiss. Und ja, also wie gesagt, und ich sag immer, es gibt immer ein Risiko im Leben und ich kann an Corona erkranken, das ist ein Risiko. Und ich kann an Corona sterben, das ist ebenfalls ein Risiko. Und ja, ich kann aber auch an der Nebenwirkung von der Impfung sterben. Ich kann aber auch über die Straße gehen und überfahren werden. Das ist genauso, ja. Also ich meine, irgendwo ist immer ein Risiko. Ja. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Und ich sage immer, wenn ich verantwortungsvoll mit etwas umgehen kann und mir passiert dann etwas, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich habe es aber getan. Und das ist einfach das, was zählt, ne? Ja, und da bin ich echt ganz froh, dass meine Familie sich impfen lässt. Das war eigentlich eine der letzten Nachrichten, dass ich halt keinen Impfgegner da in der Familie habe. Also das wäre ja noch schöner, wenn ich jetzt noch mit einem meiner Brüder groß diskutieren müsste. Impfen ist doch... Ja, ihr wisst ja, wie diese Leute reden immer. Ne? Und da bin ich wirklich ganz froh, dass wir da alle an einen Strang ziehen, auch von meinen Freunden. Muss ich sagen, da habe ich auch eigentlich Leute, die sich impfen lassen und auch... Was ich so jetzt aus Berlin so gehört habe, da ist eigentlich auch kein Impfgegner groß bei und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, ich persönlich kann das ganze Rumgeheule da nicht mehr verstehen. Ich finde das einfach, was haben die alle? Ich meine, ja, ich meine, wegen jedem Scheiß lassen sie sich impfen und jetzt bei Corona machen sie einen auf Verschwörungstheorien und ja, es ist einfach nur Quatsch. Lasst euch impfen. Ja, und dann wird man ja sehen, ne? Also ich meine, was letztendlich mit einem passiert. Ne? Also ich sag mal, wenn man gesund ist und ein gutes Immunsystem hat, dann, ja, dann kommen vielleicht die ein oder andere Nebenwirkung, so wie bei mir. Ich hatte das auch, dass mir schlecht war, dass ich mit dem Magen hatte. Ja gut, ist nicht schön, aber wenn man es dann überstanden hat, ist es okay. Und man kann wenigstens sagen, gut, ich habe mich geimpft und fertig. Ne? Ja, das ist mir immer wichtig und deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt auch nicht groß raus muss irgendwie und dass ich wirklich nur die Arbeit und mein Zuhause habe, weil man weiß ja nie, wenn man jetzt irgendwo groß wegfährt oder so, wegfahren würde, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Und von daher muss ich sagen, ja, wir werden das gemeinsam überstehen und ich glaube immer noch, dass das irgendwann mal vorbei ist. Gut, man weiß nicht, wie lange das alles dauert, aber... Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Das, na gut, das zum Thema Corona. Auf jeden Fall war es auch ganz schön zu hören, dass alle gesund sind. Das ist immer ganz gut. Und ja. Ja. Hätten wir alles. Jetzt bräuchte ich bloß noch anschalten und es geht los.
machen wir uns noch einen Kaffee. Sogar voll geworden, das ist das schön. Ah, kann man nehmen so. Alter. Zack. Seht ihr Leute von heute. Da haben wir es doch. Achso, Wasser aus hier noch. Genau, einen zweiten Kaffee werde ich wohl oder übel nicht trinken. Gut, jetzt erstmal den Kaffee noch drüben, also zur Arbeitsfläche und dann das Aufnahmegerät. Plop, so. Ja, ansonsten, wir haben immer Sonntag. Sonntag, den 9. Januar 2022. Ja. Schauen wir mal, was morgen abgeht so auf Arbeit. Morgen ist wieder Corona-Test. Ja, da kriegen wir wieder ein Stäbchen durch die Nase. Ja, ich habe heute einen ganz interessanten Beitrag bei Mr. Blindlife gesehen, also gehört. Und zwar gibt es jetzt einen von Reinigen, glaube ich, heißen Reinigetechnik oder wie die heißen. Die haben einen blinden Smart, der Stock ist nicht blind, aber einen blinden Stock Smart gemacht. Ich glaube irgendwas mit Walk. Ich muss nochmal gucken, wie der Stock heißt. Auf jeden Fall ist das so ein Stock, wo man auf Zugriff mit einer App drauf hat und der vibriert und den kann man aufladen. Ist klar, ist ein Akku drin. Da ist richtig Technik bei. Also das fand ich sehr interessant. Ist natürlich für mich als Technikfreak. Gibt es auch so eine kleine Spracheingabe, also dass man da irgendwie denen auch was fragen kann und mit Navigation und das ist ganz interessant. Ich habe das Video auch geteilt in Facebook. Fand ich eine sehr interessante Sache. Also es entwickelt sich wirklich, dieser Stock hat auch eine Touchfläche, ne? Also dass man den bedienen kann. Man muss die Gesten natürlich üben, aber da gibt es dann auch so ein Training, hat er auch gezeigt. Ja, und ich finde, was der Mr. Blindlife macht, finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, ich meine, er kann ja noch ein bisschen sehen, ne, so wie ich mitbekommen habe, und ist ja auch sehr mobil und er ist jetzt nicht einer von denen. Also, aber was ich schön finde, ist, dass er auch sagt, wenn er was nicht kann oder wenn er jetzt was oder wie er auch das ausgepackt hat und so gesagt hat, auch
ja, ich weiß noch gar nicht, was soll das jetzt hier und ach, was muss man jetzt hier machen und ich kenne mich ja da noch gar nicht aus und so. Und ja, ich finde es auch gut, wie er meinte, ja, es ist zwar eine bezahlte Werbung, aber ich kann meine Meinung sagen, ja, und das finde ich auch immer ganz gut. Und der macht das eigentlich ganz gut, diese Videos, die er macht. Es gibt so einige, die, ja, er macht das ganz gut. Also vor allen Dingen, er stellt sich da so, wie er ist und ist nicht einer von denen, die sagen, ich kann alles und ihr könnt nichts, ne? Sondern er sagt doch wirklich, wenn er was nicht kann oder wenn er oder wo er Hilfe braucht oder so. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, wenn Leute so wirklich auch sagen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und ja, also wie gesagt, aber dieser Smart Blindenstock, der reagiert ja dann auch auf Hindernisse und so. Und irgendwie Waywalk oder Walkway oder so ähnlich hieß der. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer der ist. Das hat er noch nicht gesagt. Er hat ihn ja erstmal nur ausgepackt. Ich weiß auch nicht, inwiefern die Krankenkasse das bezahlt und so. Ja, es ist natürlich wieder so ein. Also, es ist natürlich wieder so ein Ding, ne? Dass nicht mal was rauskommen kann, was irgendwie erschwinglich ist, wo man nicht die Krankenkasse braucht. Ja, also, ich meine, alles irgendwie per Krankenkasse zu beantragen. Und naja, auf jeden Fall ist es eine ganz lustige Idee. Und ja, man hat dann halt auch die App, wo man dann Zugriff auf diesen Stock hat und der Stock hat so einen kleinen Lautsprecher auch drin. Das heißt, man kriegt auch Kopfhörer dazu, aber er hat auch einen kleinen Lautsprecher und er hat auch so eine Art Hubfunktion. Das heißt also, wenn man dann irgendwie Touch so und so oft draufdrückt und festhält, dann hupt der Stock sozusagen, macht also so ein Hubgeräusch, so dass man dann auch hört, da kommt jemand. Ne? Also das finde ich auch ganz geckig so. Und ich fand es wirklich interessant. Also ich glaube, das wäre so ein Stock, wenn der ein bisschen besser ausgereift ist. Also die Sprachausgabe war da noch auf Englisch. Ne? Da habe ich mir so gedacht, also jetzt von dem Stock selber meine ich. Die App ist natürlich auf Deutsch, die man dann auf dem iPhone hat. Aber die Sprachausgabe war auch wieder auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Und die war auch sehr, ja, also das muss sich alles noch ein bisschen entwickeln. Ich meine, das ist ja mal wieder typisch, wenn für Blinde was gemacht, für uns Blinde was gemacht wird, ist es immer so ein bisschen rückständig. Auf der einen Seite packen sie irgendwie Technik rein, auf der anderen Seite reagiert jeder Echo-Lautsprecher besser als die Blindentechnik. Also das ist dann immer, wo ich dann so denke, warum macht man es nicht richtig? Aber gut, jedenfalls, das war mal wirklich eine geile Entwicklung und ich bin ja mal gespannt. Also das wäre auch sonst, das wäre noch so eine Option, wenn ich mal wieder einen neuen Stock brauche. Weil ich meine, den kann man ja als normalen Stock nehmen und den kann man ja wie, oder man kann diese ganze Technik benutzen. Ne? Also das finde ich schon eine gute Idee. Und wenn man das wirklich mit dem Stock letztendlich machen kann, dann kann man sein Handy auch in der Tasche lassen letztendlich. Also man ist ja sowieso mit der App dann verbunden und kann alles über den Stock sozusagen machen. Und wenn der mit diesem kleinen Lautsprecher, finde ich ganz witzig, ja, dann muss man halt nicht die ganze Zeit Kopfhörer aufhaben und ja. Also wir entwickeln uns halt wirklich zu, ja, immer smarter. Mal gucken, wann es den Smart-Blindenhund gibt. Wenn sowas ähnliches, das wäre ja auch noch was, ne? Auf jeden Fall finde ich diese Entwicklung wirklich interessant, weil auch gerade wegen der Hindernisse. Ne? Also das finde ich eine ganz gute Sache. Ne, so ein Stock, es gab ja schon mal diesen Laserlangstock, der war auch nicht schlecht, der dann auch so Hindernisse angezeigt hat. Oder es gab so Geräte wie den Bodyguard und ja, da gibt es ja so einige spezielle Geräte, die so Hindernisse anzeigen und so. Ne? Aber ja, ich meine, cool wäre, wenn es ja wirklich noch so mit Erkennung ist. Wenn jetzt der Stock zum Beispiel sagen würde, jetzt vor Ihnen ist eine Mauer oder ne, also oder da kommt von rechts kommt eine Person oder sowas, ne? Oder und cool wäre ja auch so eine Funktion, wenn jetzt zwei Blinde, ich stelle mir das jetzt gerade mal witzig vor, wenn zwei Blinde so einen Stock haben und die könnten sich dann so, wenn die sich dann suchen, ne? Und dann könnten die sich so finden dadurch, indem sie dann halt irgendwie, ne? Also das wäre auch noch eine Idee, so wenn man sich als Blinder trifft, so zwei Blinde treffen sich, stelle mir jetzt gerade vor, ich hätte eine blinde Freundin, die hätte auch so einen Smart-Stock und ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie ist oder so und will sie aber treffen und stehe jetzt, sagen wir mal, irgendwo und dann
würde man so eine Taste drücken und deine Freundin ist 10 Meter weiter, ne? Kommt gerade auf dich zu. Also sowas wäre natürlich geil. Ich meine, sowas gibt es wahrscheinlich, wird's eine, ist ja nicht eine Datenschutzsache wahrscheinlich. Aber gut, wenn beide damit einverstanden sind, ist es natürlich ganz lustig. So kann man sich dann auch finden. Ja, also das, weil, weiß ich nicht, ob der Stock sowas hat. Aber auf jeden Fall ist das mal eine ganz witzige Entwicklung. Ein Smart Stock sozusagen. Ja, also finde ich spannend, diese Entwicklung. Wirklich, also hoffen wir mal, dass Corona sich bald mal verabschiedet. Bis jetzt sieht es ja nicht so aus, aber naja, wir müssen auf jeden Fall da durch. Und da ist dann so eine Meldung mit dem Stock. Das war dann wieder so ein bisschen, hat mich so ein bisschen hochgezogen wieder. Also da habe ich mir so gedacht, boah, geil, mal wieder was Neues irgendwie, ne? Mal wieder ein smarter Blindenstock. Ja, ich finde sowas ja interessant. Ich meine, ob ich es mir holen würde, ist immer noch eine andere Sache. Ist ja immer auch die Frage, wie teuer sowas ist und wie gesagt, finanziell und wie das halt auch mit der Krankenkasse läuft und so und ob die das überhaupt bezahlen. Aber ich finde die Idee schon mal nicht gut. Also nicht schlecht, nicht gut, ja. Ich finde die Idee schon mal nicht schlecht. Also ja, mal gucken, wie die Entwicklung da weitergeht. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ja, mit dieser Orcam, das fand ich halt, ja, war auch nicht schlecht, aber gut, das Ding kostet ja über 3000 Euro und das kann man sich ja wirklich nur holen, wenn man bei der Krankenkasse sich holt und der Stock wird wahrscheinlich auch ziemlich teuer sein, also ja, das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass alles immer so überteuert ist. Aber naja, auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Ein Smart Blindenstock. Ja, ein Stock mit Touchpad. Ja. Aber Mr. Blindlife wird auf jeden Fall noch ein paar Videos drüber machen, so wie ich mitbekomme. Also er meint ja auch, er geht dann auch mal raus und wie er mit dem Stock arbeitet und so. Da bin ich auch mal gespannt. Also da wird noch einiges zu hören sein. Und ja, da bin ich echt gespannt drüber. Also ja. Ist eine schöne Sache. Also ein Stock mit jeder Menge Technik drin. Naja, man muss ja auch mal überlegen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange der Akku auch hält. Ne? Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Ob der Akku jetzt wirklich so extrem lange wiege, wenn man jetzt wirklich, oder man fährt jetzt wirklich mit dem Zug. Gut, da könnte man ja vielleicht den Stock irgendwo aufladen im Zug. Aber nur man würde jetzt eine längere Zugfahrt haben oder so, dann müsste man ja auch gucken, dass man den Stock, gut, dann macht man den halt aus. Aber das ist auch die Frage, wie lange hält denn so ein Akku da drin, ne? Ja. Aber gut, wenn man ihn natürlich auch ohne die ganze Technik benutzen kann, zur Not, dann ist es ja auch nicht schlecht. Ne? Hat man die Technik halt und wenn man sie nicht braucht, schaltet man sie aus. Ne? Ja, ist wirklich. Also sowas interessiert mich halt immer. Ne? Also ich bin halt, was Technik angeht und wenn sowas neu rauskommt und so neue Geräte, auch was wir Blinde benutzen können, interessiert mich wirklich und da bin ich auch wirklich hinterher und finde ich immer wieder interessant, auch jetzt die Verbindung, ne, mit iPhone und halt Gerät. Immer wieder spannend und ja, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Was es noch so für Hilfsmittel geben wird. Ja. Interessant. Der Smart Blindenstock.
Ja, auch diese Idee mit der Vibration finde ich ganz gut. Ne? Also, dass es nicht irgendwie, ich meine, klar macht er auch Töne, aber dass er natürlich auch vibriert. Also, man läuft jetzt auf ein Hindernis zu und der vibriert dann und man weiß, aha, jetzt kommt irgendwas. Ne? Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, ja. Also ich habe mir das so vorgestellt, so auf Arbeit, wenn ich da manchmal so rumlaufe und dann kommt, entsteht da irgendwas oder so, der Stock würde dann vorher schon irgendeine Vibration machen und jetzt, da kommt gleich eine Kiste oder weiß ich was, ne? Das ist schon, das wäre schon ganz, das ist schon eine ganz sinnvolle Sache, gerade weil auf Arbeit halt oft viel umgestellt wird und hier mal was steht und da mal was steht, ne? Und manchmal, ja, die Paletten rumstehen mit den ganzen Teilen und so und ja, das ist schon, ne? Also da wäre das schon wirklich sehr sinnvoll, sowas. Aber da will ich erstmal die Entwicklung auch abwarten und wie das so im Alltag, wie er das im Alltag benutzt und wie lang der Akku da hält und ja, dann halt auch die Preise, ne? Also wie das finanziert wird, ob es überhaupt finanziert wird, sowas. Und ich meine, wenn der Stock wieder 3.000, 4.000 Euro kostet, dann ja, kann es ja nur über die Krankenkasse laufen und dann braucht man ja sowieso erstmal ein halbes Jahr, bis man das Ding hat und da ist das Ding ja schon wieder, da gibt es ja schon wieder einen neuen, wenn man Pech hat. Das ist halt immer so, man ist dann nicht wirklich up to date, ne? Das ist dann immer so und ich finde, sowas sollte einfach erschwinglicher werden. Ne? Also die Entwicklung, meine Technik ist ja nun günstiger geworden und letztendlich muss es doch möglich sein, sowas herzustellen, was einfach günstiger ist und was sich halt jeder auch irgendwie leisten kann und was man sich auch holen kann und nicht immer dieses über Krankenkasse und ein halbes Jahr warten und dann Einspruch widerlegen und ach, das ist doch Quatsch alles. Ich meine, das ist für mich auch keine Inklusion. Ne? Ich meine, was hat das damit zu tun, dass ein Blinder, was hat das mit Inklusion zu tun, dass ein Blinder letztendlich bei der Krankenkasse irgendwas beantragen muss, während ein Sehender im Geschäft sich einfach eine Sache kaufen kann. Ne? Also ist, ja, und die natürlich viel weniger Geld kostet. Und das ist halt, also da wir müssen halt dahin, dass es halt Hilfsmittel gibt, die wirklich einen schönen normalen Preis haben und ja, dass man die halt wirklich ganz normal sich besorgen kann, so wie auch der Sehende. Ne? Das ist für mich Inklusion, das ist für mich, ja, aber alles andere ist einfach nur ein Umweg. Ne? Ja, zum Beispiel würde mich mal interessieren, auch gibt es schon inzwischen eine Möglichkeit, als Blinder alleine einen Corona-Test zu machen, zum Beispiel. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, habe ich bis jetzt noch nie was von gehört. Aber müsste ja auch eigentlich jetzt schon langsam was geben. Ein sprechendes Corona-Testgerät oder sowas. Oder, na, also wenn ich zum Beispiel, ich muss es ja jetzt nicht machen, weil bei uns wird es ja auf Arbeit gemacht und hier zu Hause brauche ich keinen Corona-Test. Aber jetzt mal so vom Ding her, für Leute gerade, die in Berlin wohnen und viel unterwegs sind oder so, ne, und sehr mobil sind und ja, da frage ich mich dann auch, gut, sollen die alle jetzt zu irgendeinem Testzentrum gehen oder so? Und da wäre es doch auch eine coole Möglichkeit, wenn wir als Blinde einen Corona-Test alleine machen könnten, ne, also der natürlich auch zuverlässig funktioniert, ist ja auch immer noch so eine Sache, ne, aber ja. Ja, ist natürlich alles. Es gibt schon coole Hilfsmittel, sage ich mal. Ne? Also, wenn ich da an den die Olympus-Geräte denke. Oder so, das ist alle. Ja, mit dem Geburtstag von meinem Halbbruder, das klappt bei mir auch nicht, weil ich mir auch gesagt habe, solange ich meine Booster-Impfung habe, gehe ich erstens nirgendwo hin
Und zweitens möchte ich auch nicht gleich ich habe im Januar angefangen und will nicht gleich im Februar wieder Urlaub haben. Ja, und auch das auch nicht für den Geburtstag. Also gut, wenn jetzt, weil ich mir einfach sage, dann kann man sich auch mal außerhalb irgendwie treffen oder wenn jetzt wirklich beide mal zufällig Urlaub haben. Aber ich habe auch wieder gesagt, ich will wieder Urlaub haben, so wie letztes Jahr. Das ist mir einfach am liebsten. Ich bin ein Mensch, der lieber durcharbeitet. Ja, und jetzt wegen einem Geburtstag Urlaub nehmen? Nee. Also, das mache ich nicht. Kann ja nicht im Januar arbeiten und im Februar werde ich wieder Urlaub nehmen. Also, ist ja, was sind das für eine Arbeitsmoral? Also ich bin ja froh, dass ich momentan ja Arbeit habe und dass wir momentan Teile haben und ja, deswegen. Also ich werde halt wieder so wie letztes Jahr wahrscheinlich, ich werde halt wieder so Oktober, November Urlaub nehmen, kann ich erstmal durchziehen. Gibt ja ab und zu mal, gibt es ja ein paar freie Tage. Und das ist mir echt lieber. Also. Wir sind ja schon die Wochenenden zu viel manchmal. Ja, so ist das. Ja, so sehe ich das. Und ja, wie gesagt, jetzt erstmal warten, wie sich die ganze Corona-Lage auch entwickelt. Ne? Und weil ich bin ein Mensch, der lieber ein bisschen vorsichtiger ist und sagt, naja, groß treffen, nur mit dem, nur wenn es sein muss und auch nur mit den Leuten, die halt wirklich hier in der Nähe sind irgendwie. Also ich fahre jetzt nicht oder nicht irgendwo hin und komme dann zurück und habe vielleicht Corona. Ne? Also muss ja auch nicht sein. Und wenn ich halt nur der Überträger bin, ne? Aber das muss ich nicht haben. Mir reicht es schon, wenn ich auf Arbeit die Maske tragen muss, wenn ich und da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, da irgendwie noch ja lieber sitze ich die Sache aus, warte, bis der ganze Mist vorbei ist und wenn dann alles wieder erlaubt ist irgendwann und Corona weg ist, dann kann man wieder so richtig irgendwas machen und mal dahin oder mal hierhin oder so. Aber solange wir Corona haben, nee, also möchte ich das nicht riskieren, bin ich ehrlich. Weil wenn ich es dann nachher habe, ich komme dann da zurück, lasst mich das mal haben dann, dann müssen meine Leute von der Werkstatt, also meine Gruppe nachher noch in Quarantäne, weil ich das angebracht habe. Oh nee, also um Gottes Willen, muss ich nicht haben. So. Naja, aber so ist das halt, ne? Ich meine, jeder denkt ja anders drüber, aber ich muss sagen, ich will auch meinen Geburtstag nicht groß feiern. Also ich meine, wir werden ein bisschen Kaffee und Kuchen vielleicht machen am 23. Februar, aber ich lege da auch keinen Wert drauf, weil ich mir sage, ja, was nützt mir das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Leute um mich habe, wo vielleicht einer nicht geimpft ist oder wo, also ich sage mir, dann feiere ich lieber mit den Leuten, wo ich weiß, okay, die sind da, die sind sowieso da. Und fertig. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie. Ja, und ich bin noch nicht mehr so wild auf Geburtstag feiern, ehrlich gesagt. Also dann lieber irgendwas Schönes machen oder irgendwas erleben, aber ich sag mal jetzt groß feiern. Nee. Warum soll ich feiern, dass ich älter werde? Nee. Schön genug. 44 Jahre werde ich. Um Gottes Willen. Nee, danke. Also, Geburtstag ist mir da einfach nicht so wichtig. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich jetzt eine Freundin hätte zum Beispiel, meinen Geburtstag nur mit ihr zu verbringen. Oder halt, jetzt wirklich zu sagen, okay, an meinem Geburtstag mit Ela, Stefan und meiner Freundin einen Kuchen essen, einen Kaffee trinken, zusammensitzen, ein paar Stunden quatschen und dann halt rübergehen und dann mit meiner Freundin Spaß haben. Das würde mir total reichen. Ja, also mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht. Also, das ist einfach,
ich sehe das einfach nicht mehr so wichtig. Also ob ich jetzt nun da Geburtstag feiern würde, nee, brauche die Partys nicht mehr. Und ja, und jetzt in so einer Zeit sowieso nicht, ich meine. Also das ist nicht meine Welt mehr, also. Wie gesagt, ich warte jetzt erstmal ab, wie sich die ganze Corona-Sache entwickelt. Und ja, bis jetzt wird es ja immer schlimmer und von daher, ja, muss ich nicht irgendwo hinfahren. Also wenn, dann müsste es was hier in der Nähe sein und dann müsste es auch irgendwas sein, wo man auch sicher ist, dass alle geimpft sind und fertig. Ja. Und wenn man sich's dann holt, dann kann man sagen, gut, hat man recht gehabt. Aber wir haben uns alle dran gehalten, ne? Und das ist die Moral, die ich einfach vertrete. Also wo ich sage, das ist mir einfach wichtig. Ja, mal gucken, wann ich meine Booster-Impfung nun kriege, ob das auf Arbeit klappt oder ob ich dann doch zum Hausarzt muss. Ich werde auf jeden Fall Dienstag nochmal nachfragen. Morgen werden sie ja nichts wissen, aber Dienstag werde ich nochmal nachfragen, ob irgendwas passiert ist. Ob man schon etwas weiß. Ne? Ich denke mal, wir werden dann wieder irgendeinen Schrieb kriegen, den wir ausfüllen müssen. Und wenn es dann soweit kommt, wenn sich genug Leute gemeldet haben für die Booster-Impfung, naja, wenn nicht, dann muss ich halt über den Arzt das machen lassen. Aber das ist ja dann auch, Hauptsache ich krieg die. Ja, und das ist mir schon sehr wichtig, dass ich die dritte Impfung kriege. Ja. Mal gucken, wie weit Dropbox ist. Dropbox ist noch gar nicht da. Na ja, ist klar. Ja, Dropbox startet gerade. Ja, also ihr seht, ich habe einfach eine gewisse Meinung zu dem ganzen Corona-Wahnsinn und ja, ich finde, man sollte schon nicht so leichtsinnig sein, weil, wie gesagt, wenn man es dann hat und man hat sich selbst nicht geimpft oder man hat letztendlich die Verantwortung nicht übernommen, das ist schon blöd. Also deswegen, ja, ich kann euch wirklich nur immer wieder sagen, lasst euch impfen, so müsst ihr euch nichts nachsagen lassen. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir alles gut überstehen, ne? Das ist die Hauptsache, dass wir das gut überstehen, dass wir irgendwann wieder wirklich überall hin können, dass wir irgendwann wirklich wieder ohne Maske reisen können oder Bus fahren können, die kleinsten Sachen. Ne? Hätte man ja nie gedacht, dass es mal so wird, alles. Ja, das wünsche ich mir einfach für die Zukunft. Ne? Gut, Dropbox ist aktualisiert, dann... Das war also Folge 374. Ja, wir hören uns dann in der Folge 375 wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Podcast von Sven Heidenreich.